Eine junge Frau in Deutschland, 22 Jahre alt, lebt mit ihrem Freund zusammen. Die Eltern der Frau finden das nicht gut, weil ihnen der Freund nicht gefällt. Was können die Eltern tun? Was war am 8. Mai 1945? Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? Wer ist der Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland? Aus welchem Land sind die meisten Migranten, Migrantinnen nach Deutschland gekommen? Wie hieß der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Im Jahr 1953 gab es in der DDR einen Aufstand, an den lange Zeit in der Bundesrepublik Deutschland ein Feiertag erinnerte. Wann war das? In Deutschland sind die meisten Erwerbstätigen. Was sollten Sie tun, wenn Sie von Ihrem Ansprechpartner, Ihrer Ansprechpartnerin in einer deutschen Behörde schlecht behandelt werden? Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man Punkt. In Deutschland helfen ehrenamtliche Wahlhelfer und Wahlhelferinnen bei den Wahlen. Was ist eine Aufgabe von Wahlhelfern und Wahlhelferinnen? Aus welchem Land kamen die ersten Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen nach Deutschland? Die Wahlen in Deutschland sind Punkt. Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung? Was ist Deutschland nicht? Welcher deutsche Staat hatte eine schwarz-rot-goldene Flagge mit Hamme, Zirkel und Ehrenkranz? Wie heißt Deutschlands heutiges Staatsoberhaupt? Ab welchem Alter ist man in Deutschland volljährig? Welches Ehrenamt müssen deutsche Staatsbürger, Staatsbürgerinnen übernehmen, wenn sie dazu aufgefordert werden? Die Menschen in Deutschland leben nach dem Grundsatz der religiösen Toleranz. Was bedeutet das? Welches Symbol ist im Plenarsaal des Deutschen Bundestages zu sehen? Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland? Mit der Abkürzung Stasi meinte man in der DDR. Wer ist in Deutschland hauptsächlich verantwortlich für die Kindererziehung? Je mehr Zweitstimmen eine Partei bei einer Bundestagswahl bekommt, desto Punkt. An welchen Orten arbeitet das Europäische Parlament? Was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer?
Das ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Wie heißt das Parlament für ganz Deutschland? Was gehört in Deutschland nicht zur Exekutive? Was ist die Bundeswehr? Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer, AusländerInnen? Das Grundrecht auf Punkt.